Stop and Go. Die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Auf der A4 Dresden-Görlitz sind zwischen den Abfahrten Uist und Bautzen-Ost die Fahrspuren noch bis Mitte des Monats eingeengt. Mit zähfließendem Verkehr in den Stoßzeiten muss gerechnet werden. Wartezeiten gibt es weiterhin in Ottendorf-Okrilla. Hier ist die B97 zwischen der Kreuzung Radeberger-Radeburger Straße bis zur Grünberger Bahnhofstraße komplett gesperrt. Eine Umleitung führt bis Mitte Dezember durch das Gewerbegebiet. Auf der B97 zwischen Hoyerswerda und Schwarze Pumpe ist ebenfalls eine Baustelle am Abzweig Spreetal eingerichtet. Zwischen der Zufahrt Werkstraße und der Spreetaler Straße ist die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Zufahrt nach Spreetal über die Werkstraße ist übrigens bis Mitte September ebenfalls nicht möglich. Noch bis Mitte August bleibt auch die B97 Hoyerswerda in Richtung Bernsdorf im Bereich zwischen der Straßenmeisterei und der ehemaligen Bahnstrecke halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. LKWs werden großräumig über Schwarzkolm umgeleitet. Die B96 Görlitzer Brücke in Hoyerswerda ist weiterhin komplett gesperrt. Umgeleitet wird für Fahrzeuge in beide Richtungen über die Kühlzweinert- und Stauffenbergstraße. Fußgänger und Radler können den Bereich passieren. In Maukendorf ist die B96 am Abzweig Knappenrode halbseitig gesperrt. Hier regelt eine Ampel den Verkehr. In Sedlitz ist die B169 wegen Ausbauarbeiten halbseitig gesperrt. Umgeleitet wird über die B96 Großrieschenfreienhofen und die L55. In Burgneudorf ist die S130 innerorts zwischen dem Abzweig nach Neustadt und dem zur B97 gesperrt. Kanal- und Straßenbauarbeiten stehen hier bis Mitte September auf dem Programm. Die S93 bei Grüngräbchen wird erneuert. In Richtung Großgrabe ist der Ausbau in zwei Abschnitten unter Vollsperrung vorgesehen. Die Umleitung wird über die B97 und Schwebnitz geführt. Die S95 ist auf dem Abschnitt zwischen Steiner und Gersdorf dicht. Eine Umleitung ist ebenfalls ausgeschildert. Im Haselbacher Ortsteil Reichenau ist die Königsbrücker Straße wegen Kanalarbeiten komplett gesperrt. Umgeleitet wird über die S95 und die S100. In Brauna wird die Brücke über das Schwoßdorfer Wasser erneuert. Der Verkehr wird über eine Behelfsstraße mit Ampelregelung geführt. In Kamenz ist die Goethestraße zwischen der Weinberg- und der Karl-Marx-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Senftenberg wird die Karlauer Straße in zwei Bauabschnitten zwischen der Einmündung Spremberger Straße bis zur Grenzstraße erneuert. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Ortsverbindungsstraße zwischen Lieskau und der B156 ist ebenfalls abschnittsweise komplett gesperrt. Auch hier wird der Asphalt erneuert. Das Bauende ist für den 2. September geplant. Die Ortsdurchfahrt Spremberg ist im zweiten Bauabschnitt. Die Einmündung Fröbelstraße in die Karl-Marx-Straße ist dicht. Die innerstädtische Umleitung bleibt wie bisher. Lkw müssen den Baubereich großräumig umfahren. Und noch einmal Spremberg. Aufgrund des Heimatfestes muss ab Donnerstag über das komplette Wochenende mit weitläufigen Sperrungen in der kompletten Innenstadt gerechnet werden. Stop and Go. Die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region.